Ja, hallo. Gerne zeige ich hier in diesem kurzen Video die wichtigsten Änderungen oder Neuheiten für Plon 5. Wir haben hier eine Website mit einem Header-Bereich und einer Menüstruktur in diesem blauen Bereich und unten hier in dem weißen Bereich die Inhalte, die Content Area oder die Content-Ebene von dieser Seite. Ich bin jetzt eingeloggt im System. Das sehe ich, weil ich hier ganz links in diesem dunklen Seitenmenü die Bearbeitungsknöpfe habe oder meine Bearbeitungsmöglichkeiten. Ganz oben zum Beispiel als erstes den Inhaltsmenüpunkt. Hier sehe ich einfach auf der aktuellen Seite, auf der ich mich befinde, sämtliche Inhalte, sämtliche Objekte, die sich auf dieser Ebene befinden. Zum Beispiel die Startseite, diese drei Menüpunkte, dieses PDF und die weiteren Ordner hier herunten und kann jetzt ganz einfach ein oder mehrere Objekte auswählen und diese bearbeiten. Zum Beispiel löschen oder mehrere Ordner auswählen und zum Beispiel diese Ordner mit einem Stichwort versehen. Nach diesem Stichwort kann man später filtern oder suchen. Ich kann auch alle Objekte anwählen und zum Beispiel ausschneiden oder kopieren. Ich kann sie dann an einem anderen Ort einfügen. Ich kann sie auch alle auf einmal umbenennen oder einen Status verändern, im Prinzip einen Workflow durchführen. Oder die Eigenschaften generell verändern, indem ich sie zum Beispiel unsichtbar mache und von der Navigation ausschließe und so weiter. Man hat hier auch die Möglichkeiten, generell nach gewissen Sachen zu suchen. Wenn die Seitenstruktur relativ komplex ist, ist das ganz nützlich. Und diese Inhaltsdarstellung ist im Prinzip vergleichbar mit dem Windows Datei Explorer. Am besten kann man sich so vorstellen. Der zweite Reiter hier, Anzeigen, ist im Prinzip die Darstellung, so wie es der User sieht, wenn er nicht angemeldet ist. Er sieht dann halt diesen braunen Balken nicht, aber im Prinzip hat er eins zu eins diese Darstellung oder diese Ansicht von der Website. Wir haben die Möglichkeit, hier neue Objekte hinzuzufügen, sei es neue Menüpunkte hier oben. Klickt man einfach auf Plus, neuen Ordner. Neuer Ordner ist nichts anderes als ein neuer Menüpunkt. Ich kann diesem Menüpunkt einen Titel geben, hätte auch die Möglichkeit für eine Kurzbeschreibung, muss das aber nicht. Kann eine Kategorisierung vornehmen oder den Freigabe Zeitraum bearbeiten. Ich kann hier den Urheber abändern und das Ganze dann speichern. Dann habe ich hier einen neuen Menüpunkt erstellt. Der ist aktuell noch auf Privat, kann das aber auch später dann veröffentlichen oder gleich direkt veröffentlichen, wenn ich das öffentlich haben möchte. Und könnte hier jetzt ganz nach beliebig weiter verschachteln oder weitere Untermenüpunkte hinzufügen und mir dann die Seitenstruktur so bauen, wie ich sie brauche. Kann dann auch später weitere Objekte, wie zum Beispiel einen Termin, eine Seite, eine Nachricht, einen Link oder andere Objekte und Möglichkeiten hier einfügen und die Seite so aufbauen, wie es gewünscht ist. Ich kann natürlich auch wieder hierher klicken, wenn ich drauf komme. Ich brauche das nicht oder möchte das anders haben und kann hier bei den Aktionen die beiden Ordner, die ich jetzt gerade gemacht habe, wieder löschen. Dann habe ich die Möglichkeit, bei diesem nächsten Menüpunkt die Darstellung anzupassen. Hier wählt man im Prinzip ein vorgefertigtes Template, im Prinzip eine Maske aus oder eine Darstellungsoption und kann zum Beispiel von zweispaltig auf dreispaltig oder von links nach rechts bündig oder eine Listendarstellung oder eine Albumansicht, eine Terminliste
den gesamten Inhalt oder eine Kurzfassung, wenn man einen Ordner hat mit mehreren Inhalten. Also man kann im Prinzip pro Auswahl hier eine unterschiedliche Darstellung der jeweiligen Seiten wählen. Das ist im Prinzip die wesentliche Oberflächenumstellung. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, die wir sehr, sehr gerne persönlich auch zeigen. Am besten kommen Sie auf uns zu, schreiben E-Mail oder rufen uns an. Sie finden die Infos auch und auch die Kontaktinfo auf www.kombinat.at. Auch weiterführende Informationen findet man unter plon5.kombinat.at oder auf plon.com. Super Möglichkeiten und erste Gehversuche kann man auch hier finden auf plon.com/3-plon. Ja, viel Spaß mit dem neuen Plon 5 und gute Zeit. Bis bald.